Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung «Einfach Mensch». Und wenn ich hier hocke in der Mühle Hunziken, da sind wir ja schon fast Stammgäste mittlerweile, dann hocken wir heute im Backstage-Bereich und das ist auch ein bisschen Zeit, die es wieder zeichnet. Konzert findet im Moment wieder fast nicht mehr statt oder nur noch in ganz, ganz kleinem Rahmen. Einmal, den ich auch kenne aus dem Backstage-Bereich, das ist der Florian Asch. Ich weiss nicht, ob du dich noch machst besinnen überhaupt. Das war so 1997 rum, im tiefsten Emmental. Radio M. Genau. Ja. Florian Asch ist dahergekommen. Wir sind manchmal nächtelang in der Küche gehockt und haben geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt. Und das ist eigentlich auch fast so die Zeit, wo deine Karriere so richtig losgegangen ist, oder? Wo man dich so richtig hat wahrgenommen. Also nicht wegen Radio M, meine ich, aber 96. Genau, ja. Genau. 95, 96, ja. Mhm. Jetzt, wenn ich ein bisschen schaue, was du gemacht hast in deinem Leben, dann finde ich das schon noch spannend, oder? Du bist eigentlich hättest du Lehrer werden. Also ich bin echt glücklicher Musiker geworden. Aber vorgesehen wäre Lehrer gewesen, oder? Ja, ja. Mal das Lehrseminar angefangen, aber das nicht fertig gemacht. Mhm. Warum denn nicht? Ja, mit 17 habe ich ein Angebot bekommen für einen Plattenvertrag. Und dann hat es das noch gegeben. Und es war natürlich ein Wahnsinn gewesen als junger Musiker. Und dann hat mein Vater gefunden, er unterschreibe nicht, weil ich natürlich den Vater noch müssen haben musste, weil ich nicht volljährig war. Und dann haben wir einen Handschlag-Deal gemacht mit dem Plattenchef. Dann. Er gibt mir schon mal das Geld, damit ich Platten produzieren kann. Und dann, nach einem Jahr habe ich dann unterschrieben bei BMG Ariola. Ja. Und von denen ist eigentlich fast ohne Unterbruch immer weitergegangen. Musik gesetzt, ja. Also wenn man so ein bisschen deine Biografie anschaut, also musikmässig, dann hat es eigentlich fast nie eine Pause gegeben. Es hat wahrscheinlich noch so ein bisschen Lücken gegeben, oder Lücken, wo nicht du bist auf der Bühne gestanden, wo du hast für andere Songs geschrieben, produziert hast, aber sonst eigentlich ja, ich 20, immer Musik gemacht, ja. 25 Jahre nonstop. Wahnsinnig, oder? Ja. Wenn du heute zurückkommst, Florian, willst du etwas anderes machen? Ich bin auch sehr dankbar. Sorry? Es gibt doch die schöne Werbung, weißt du, hast du sicher auch schon gesehen von vielen Mann, oder? Ja. Wo zwei ältere Herren, also ich tue sie noch nicht als ältere Herr bezeichnen, aber wo zwei ältere Herren zusammenhöckeln und der eine fragt den anderen, was würdest du anders machen, wenn du dein Leben nochmal könntest leben? Was würdest du anders machen? Also es gibt sicher Sachen, die ich anders machen würde, aber die Frage steht nicht zur Diskussion. Ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Aber jetzt ist ja schon eine verrückte Zeit, oder, wenn man so schaut. Ich meine, du lebst von Musik, das ist dein Hauptberuf. Mhm. Wir haben vorhin schon ein bisschen geschwätzt und du hast gesagt, ich bin ja nicht noch gerne nebenbei und mache noch ein bisschen Musik einfach so als Hobby. Und aber ich bin Tänzer jetzt. Tänzer? Ja, das bist du jetzt auch noch. Also ist das jetzt, geht es jetzt eher in die Richtung? Jetzt mache ich die Tanzschule auf. Wobei, weißt du, wie lange es... Nein, sehe ich. Ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht, ja. Ich finde es etwas Schönes, tanzen. Ja, ich war so ein Tanzmuffel gewesen. Ich wollte nie im Leben tanzen. Ich hatte nicht einmal bei meiner Hochzeit Tanz damals. Ja. Aber jetzt habe ich recht Freude bekommen daran, ja, durch die Sendung. Und natürlich, also die Sendung. Man vergisst immer, dass da sehr viel Vorbereitung und Training dahinter steckt. Und wir haben ein Jahr lang Vollgas trainiert. Ja. Also mit dem Lockdown natürlich haben wir nicht können. Ja. Und ich habe nicht gewusst, dass ich noch mal nachrutsche. Ich bin in der Sendung, in der Quali-Show bin ich rausgeflogen. Ja. Und dann bin ich nachgerückt. Und habe gerne dann nochmal das Training aufgenommen. Ja. Und wir haben die ersten drei Monate lang, haben wir jeden Tag trainiert. Jeden Tag 4 Stunden. Wahnsinnig. Und wie finanzierst du das? Zahlt ihr das SRF in den Lohn, eine Gage? Weil du bist ja da ziemlich involviert und ziemlich besetzt mit dieser Sendung, oder? Du bekommst schon Gage nicht, wenn das klebt und tätscht. Also dort bin ich so ein typischer Schweizer. Von dem reden wir nicht. Aber ja, es gibt eine Gage. Ja. Es gibt eine Gage. Also könntest du leben, schlimmstenfalls, von dem, in dieser Zeit. Ja. Mhm. Und jetzt ist das vorbei mit dem Tanzen. Darf ich bitten, ein Kollege von dir hat gewonnen, oder? Mhm. Jesse. Mhm. Und trefft ihr euch auch noch und geht zusammen jetzt ein bisschen zu tanzen, wie man das früher hat gemacht? Aber es gibt es ja auch nicht, gell? Die scheiß Tanzveranstaltungen. Also, die Promis haben eigentlich nur gesehen in der Sendung. Mhm. Und bei den Proben vorher, also 3 Tage, glaube ich, Fernsehprobe gsi oder 2 Tage. Und noch dann ist man, ich meine, das Corona ist überall und wir haben auch müssen schauen und wir mussten die Abstände einhalten. Und ich finde auch, die Schweizer Fernseher hat das sehr gut gemacht. Und wir haben zum Beispiel wir haben immer in Maske trainiert im Fernsehen. Ja. Und nur in der Sendung hat man die Maske dann weggenommen. Mhm. Und da
mit der Tanzpartnerin ist man natürlich eh immer zusammen. Also das ist dann ja. So wie, ich glaube, heisst es Haushalt, einfach Haushalt, oder? Ja, einfach. Im gleichen Haushalt. Ja. Und so, ja. Also dort hast du ohne Maske mit ihr können trainieren. Oder das ja, in den Trainings, also den individuellen Trainings schon, ja. Ja, ja. Jetzt kennt man ja das auch von Deutschland, oder? Von diesen Tanzshows. Dort heisst es ja Let's Dance. Mhm. Und dort hat es ja auch viele Pärchen gegeben, auch von Tänzer und Tänzerinnen. Wie sieht es bei dir aus im Moment? Ich kann es verstehen, dass es das gibt. Ich kann es wirklich verstehen. Weil, es ist eng halt. Es ist eng und ich bin eher so ein scheuer und zurückhaltender Typ. Und ich hatte am Anfang echt Mühe mit dem. Ja. Also du längst da fremde Personen an und also musst zum Teil, also bist du wirklich recht nach. Und ich habe schon Zeit gebraucht, bis ich die Sachen ablegen kann. Ja. Also hast du ab und zu mit dem Florian geredet und gesagt, hey komm Florian, das ist nichts. Das ist jetzt wirklich nur Tanzen. Das wird nicht dein neues Schätzchen, das ist nichts. Das ist nur Tanzen. Hast du das müsst ihr reden ab und zu? Nein. Wir haben es einfach gut. Und ich finde das... Ich habe eine super Kollegin gefunden mit der Valeria. Ja. Muss ich sagen. Und wir reden natürlich auch viel zusammen. Und wenn du 4 Stunden am Tag trainierst, dann... ich finde mir schon etwas über andere. Das finde ich auch schön. Mhm. Hast du dir ein Geheimnis anvertraut von dir? Oder mehrere? Ich habe keine Geheimnis. Ja. Also das heisst, wir gehen weiter. Ja. Dort müssen wir weiter. Nein, Geheimnis haben wir ja alle. Das haben wir ja alle. Was mir auch noch aufgefallen ist, Florian, wenn man bei dir schauen, beziehungsweise im Wikipedia, dann heisst es... Also ich muss Florian, so sagen, wenn ich ein Geheimnis hätte, würde ich es sicher nicht sagen. Aber das ist ja kein Geheimnis mehr. Aber darum, also, du hättest es nicht müssen sagen. Ich frage jetzt nur, hast du ihr ein Geheimnis anvertraut, der Valerie? Ich frage auch nicht. Ja, ich habe ihr ein Geheimnis anvertraut. Okay. Und zwar habe ich ihr gesagt, schau, komm, wir hören auf mit diesen Hebungen, weil ich habe Schiss, dass ich die mal fallen lasse. Wirklich? Ja. Und er hätte es aufhören können. Und ja. Hat sie dir gut zugeredet? Wir hatten schon eine Hebige drin, aber es hatte auch einen gesundheitlichen Grund, warum wir sie nicht mehr können, so gross oben mit ihr, weil ich so ein Rückenproblem habe. Aber das heißt, seit 20 bin. Ja. Florian, ich habe eben in Wikipedia gelesen, Florian Ast, 20. Juni 1975, Solothurn. Ja. Aber jetzt gibt es ja Kantone, die streiten sich ein bisschen um dich, oder? Bern sagt natürlich, nein, das ist ganz klar ein Berner, der Florian Ast. Und Solothurn sagt jetzt auf eine Art, nein, das ist ganz klar ein Solothurner, der Florian Ast. Was bist du denn wirklich? Also wenn ich in Bern bin, bin ich ein Berner. Und in deinem Herz? Was ist in deinem Herz? Ich finde Solothurn eine unschöne Stadt. Mhm. Und es ist schon ein ganz schöner Kanton. Aber ich fühle mich halt schon als Berner, weil ich bin in Bern, also im Kanton Bern aufgewachsen. Ja. Und dann ist mir klar, glaube ich, das ist dann halt so das, wo man das Thema ist, ja. Mhm. Dort, wo man aufgewachsen ist. Solothurn im Bürgerspital geboren und von dem her eigentlich gebürtiger Solothurner. Oh, aber es war, als das Spital Jägisdorf, also meine Mutter mal erzählt, die waren voll. Also wenn alles gut gegangen wäre, wärst du schon Berner. Du wärst in Jägisdorf geboren, genau. So wie meine Brüder. Also, dann behalten wir dich in Bern, oder? Ja. Das ist okay. Aber Obwalde ist auch noch irgendetwas, wo dir auch noch recht... Ich war natürlich lange zu Obwalde, ja. Ja. Ich habe über 15 Jahre zu Obwalde gewohnt. Ja. Ein wunderschöner Kanton. Mit Obwalden verliert man 2 Tränen. Die erste, wenn man kommt, und die zweite, wenn man geht. Du so hast es mit den Tränen, gell? Ich finde es ein sehr gutes Beispiel, weil ich bin ja der, der die Tränen gesungen hat. Oder geschrieben. Umgesungen. Okay. Wenn ich mir jetzt überlege, wie du aufgewachsen bist, Florian, eben irgendwo Utzisdorf, hast du gesagt, gell? Utzisdorf. Genau. Als Bübu und ich glaube, Musik hat ja schon relativ früh in deinem Leben, du hast ja gesagt, eben schon in der Ausbildung hast du schon Musik gemacht. Warum hat die Musik für dich so eine grosse Rolle gespielt? Oder hast du keine Kollegen gehabt? Hast du gesagt, ich mache Musik? Oder was hat dich denn so in die Musik hineingedrückt oder bewegt? Das ist ja gut, wir sind alle sehr froh und dankbar, dass es so ist. Ich weiß nicht, das war immer meine Leidenschaft. Es hat angefangen mit Instrumenten. Ich war zuerst nicht so sicher ein Sänger. Und habe ich sehr viele Instrumente. Es ist mir auch immer relativ leicht gefallen, ein Instrument zu lernen. Ich weiß nicht warum. Und dann hat sich das so ergeben. Also, es ist noch heute meine grosse Leidenschaft. Mhm. Wie kannst du dich besser ausdrücken? Mit Wort oder mit Musik? Oder vielleicht mit Gesang? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist beides.
Mit Gesang kann ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Man probiert natürlich das Feeling wo vom Text überzubringen. Aber ich glaube, ich habe auch schon als Bub angefangen, Lieder zu schreiben. Und ich glaube, ich habe so schon eine Art meinen Weg gefunden, mich auszudrücken. Also nicht zwar, Gaga, aber... Ja, ich habe irgendwo so aber gelesen, dass mal jemand geschrieben hat, über deine Texte sind merkwürdig. Hast du das auch mal gelesen? Weißt du, wer merkwürdig ist? Nein. Die Person, die das hat gesagt. Aber du weißt es, dass es jemand gesagt hat. Nein, habe ich noch nie gehört. Also ich habe bei Google habe ich nachgeschaut und dort habe ich eben irgendwo gefunden, dass irgendeine Musikgrösse gesagt hat, ja, Florian Asch, man kann ihn nicht so einstufen, man weiß nicht so genau. Und seine Texte sind merkwürdig. Ja, dann bin ich halt merkwürdiger Texter. Mit dem kannst du gut leben, oder? Ich kann gut damit leben, ja. Ein bisschen merkwürdig sein ist immer gut. Florian, in deinem Leben hat auch eine grosse Rolle gespielt, glaube ich, dein Grossvater, gell? Mhm. Es gibt ja sogar einen Song, der extrem viele Menschen berührt hat, wirklich tief berührt hat. Und das war so ein bisschen Geschichte von deinem Grossvater, oder? Und da hat er auch etwas hinterlassen, glaube ich, wo man lange einfach dir zugewiesen hat und hat gesagt, Florian Ast, ist gleich wie ein Handörgeli, also das gehört zusammen. Ist das so gelaufen oder ist das einfach erfunden worden? Das ist so echt ungewollt zu mir Markenzeichen geworden. Mhm. Ja, beim ersten Album, beim vorigen Album, hat es mir einfach gedacht, bei diesem Lied Tanneli, dort fehlt etwas. Und dann habe ich, ich hab mal von meinem Grossvater eine Handorgel geschenkt bekommen und dann habe ich gedacht, hey, das könntest du echt mal probieren. Und dann habe ich das beim Tanneli dann so eingebaut. Und dann hat es mich immer mehr gereizt, so traditionelle Instrumente in die Lieder einzubauen. Mhm. Und so ist echt das entstanden. Also ich gar nicht wollte, es ist echt so passiert. Mhm. Aber ich habe dann immer wieder neue, glaube ich, also in der Produktion erfunden. Und ich probiert immer weiter zu gehen. Ja. Für mich war dann das Zirkel mal gegessen. Ich meine, ich liebe Instrumente und ich finde, das Schweizer Zirkel so. Also kein Instrument sollte man irgendwie vergewaltigen, nur damit man auf einer Welle schwimmt. Aber ich glaube, du bist ja sowieso einer, der nicht so gerne auf Wellen mitschwimmt. Oder? Ich habe den Eindruck, du wehrst dich gegen solche Sachen. Oder? Du hast heute auch ein bisschen erzählt, es gibt ja Sachen, die man ums Verrecken machen will, gerade in der Corona-Zeit, oder? Wo eigentlich völlig fremd ist, aber es ist jetzt einfach noch eine Möglichkeit, dass man es machen kann. Und gegen solche Sachen wehrst du dich, glaube ich, oder? Du sagst nicht um jeden Preis. Also ich bin Künstler und das ist so mein Genre oder mein Umfeld, das ich brauche. Und auch wenn es Corona ist, dann würde ich jetzt nicht einfach alles über Bord werfen und mitlaufen, wo die anderen alle mitlaufen. So. Ja, also A muss jeder selber wissen, im Leben, welchen Weg er will gehen. Ich probiere einfach mir selber treu zu bleiben und ich habe meine Linie. Und was nichts kostet, ist nichts wert. Und ich finde, ich mache das schon okay auf meine Art. Ja, da bin ich sicher. Weißt du, was ich mich auch immer frage? Wenn du so mit Musikern redest, mit Sängern wie mit dir, dann hörst du viel so die Frage, wo machst du deine Musik oder wo lässt du dich inspirieren? Ich frage mich viel mehr, was ist denn zuerst? Geht dir zuerst ein Text durch den Kopf oder eine Geschichte, die du erlebst? Wo du sagst, das wäre eigentlich etwas, wo ich Musik machen könnte? Oder hockst du her und sagst, was ist jetzt im Moment aktuell? Könnte man über das einen Song machen? Oder spielst du ein Instrument und hast irgendwie ein Riff oder einen Loop, wo du sagst, oh, das ist cool, tönt schön, noch etwas mehr, noch etwas so. Wie gehst du vor? Das hat, glaube ich, jeder Songwriter etwas anders. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich bin einerseits Songwriter, aber ich bin auch Produzent. Mhm. Und ich probiere immer zuerst am Chorus zu arbeiten, also am Refrain. Dann gehe ich an die Strophe. Das ist so, etwa zu 80% funktioniert das bei mir so. Es hat es auch schon gegeben, dass ich zuerst einen Text geschrieben habe und dann die ganze Musik dazu gekommen ist. Was mir noch nie passiert ist, ist im Traum oder so. Und dann ist ich bin reingekommen und es ist dann einfach nur so rausgebürzelt. Ja. Also es ist mir noch nie passiert, ich habe immer geschafft. Aber es ist ein Job, ein knochenharter Job, oder? Es wird nicht einfach zugeflogen und jetzt hast du einen Hit, einen Song. Es können ja nicht alle Songs schreiben. Ja, klar. Es ist so. Es können ja nicht alle tanzen. Ja, es können ja nicht alle, ich kann nicht dir einfach ein Haus bauen. Ja.
Aber ich finde es etwas sehr Schönes, Lieder schreiben. Es ist so, zuerst entsteht eben das Lied und dann, wenn du am Produzieren bist, ist das so ein schönes Gefühl. Du weißt dann auch, der ist mir gelungen oder der nicht. Mhm. Also, man kann dann auch sagen, ja, das gibt. Den musst du wieder auf die Seite tun, der Song ist nicht also fertig. Also gibt es Songs, die gar nie an die Öffentlichkeit kommen? Ja, x Songs, mehr als... Wo ja, du hast geschrieben, als gemacht gedacht, hast, ja. Wo du sagst, nein, da ist es. Ja, sicher etwa 50 Songs. Ich schiesse nicht weg. Ja. Aber sicher etwa 50 Songs, wo ich keine Ahnung habe, was ich mit denen machen kann. Ja. Wo sie einfach entweder nicht fertig sind oder... Man spürt, wenn ein Lied fertig ist. Könntest du jetzt nicht mehr so einen Song geben, dass ich auf dem aufbauen kann oder dass ich den veröffentlichen kann und kann sagen, der ist eigentlich von Florian, aber ich werde es jetzt auch mal probieren. Gibt es so einen Song? Wir können es gerne anschauen. Ja, ich weiß nicht, wie du singst, aber wir können gerne mal ausprobieren. Aber weißt du, man kann ja alles lernen. Du hast ja gesagt, ich war kein Tänzer, oder? Und jetzt bist du, ich meine, du bist eine Grossartige, was du geboten hast. Tanzmäßig. Ich bin natürlich niemals ein Tänzer. Ich kann tanzen jetzt, ja. Aber, aber ich meine schon das. Aber ich bin kein Profitänzer. Das sieht man, die Unterschiede, die du siehst. Also, ja, aber weißt du, meine Profitänzer, das ist ja dann manchmal schon ein bisschen. Und du schon kannst das, nicht, was uns dann nicht gefällt, weißt, wenn wir es so anschauen. Dann manchmal, das ist jetzt schon ein bisschen. Es ist auf jeden Fall ein Knochenjob. Ist nicht, ja. Ja, das ist immer nur so nebenbei verfolgt, das, also Tanzen. Mhm. Und als Musiker ist, hat man immer so ein bisschen das uncool gefunden. Mhm. Ja, und jetzt finde ich es echt cool. Bewegst du dich jetzt anders auf der Bühne, wenn du Konzerte kannst geben, wieder mal? Also im Moment bin ich in der Garderobe und ich weiß nicht, wie lange man in der Garderobe bleiben muss. Ja, ja. Aber hast du das Gefühl, hat das jetzt Einfluss gehabt auf dich, wenn du Musik machst, wirst du dich anders bewegen auf der Bühne? Vielleicht ein bisschen bewusster, ich weiß es nicht. Ja, ich werde sicher probieren einzubauen. Ich werde auch, wenn wir wieder grössere Shows spielen können, werde ich auch das Tanzen einbauen. Ja. Ja. Also hey, ich finde das mega cool. Es sind mir extrem und spannend. Und ich fände es auch noch cool, wenn ich da ein bisschen mitmachen kann. Und ja. Ich habe letzten Samstag auch probiert, beim Lied, also bei mir ein neues Single-Paradies, ja. Am Schluss auch noch einen Tanz einzubauen. Und ich finde, es sieht noch cool aus. Aha. Ja, man sieht, dass ich kein Tänzer bin, aber man sieht, dass ich es gerne mache. Ja, jetzt hast du ein bisschen Tiefstapel. Ich glaube, du kannst wirklich gut tanzen. Also ich meine, im Vergleich wahrscheinlich, was vorher hast du und was nicht können, hast. Wirklich nichts. Im Ende ist es grossartig. Florian, welches ist dein bester Song? Vielleicht jetzt nicht unbedingt von den Auszeichnungen her, aber für dich selber, wo du sagst, das ist mein Herzsong, das ist mein bester Song. Vielleicht erzählt dir auch eine gute Geschichte oder etwas, wo vielleicht auch noch ein Geheimnis drin ist, ich weiß es nicht. Welches ist dein bester Song? Ja, das ist immer so schwierig zu sagen. Aber es ändert immer ein bisschen. Im Moment ist klar meine neue Single Paradies. Mhm. Es gibt Songs, die einem halt auch etwas mehr berühren, weil man vielleicht etwas autobiografischer geschrieben hat. Mhm. Alle Songs kann ich gar nicht autobiografisch geschrieben haben, so viel kann ich gar nicht erlebt haben. Mhm. Ja, ja. Ob schon, dass die Leute wahrscheinlich immer etwas zuweisen, oder? Jeden Song, den du singst, den du produzierst. Wo du darum hat auch der Typ gemeint, die sind etwas merkwürdig, weil ich einfach so viele Sachen habe gesungen. Den ich nie einordnen. Wenn du irgendwie über 100 Songs hast verschrieben, dann ja. Ja. Du kannst nicht alles erlebt haben. Dann habe ich auch für andere geschrieben. Das habe ich interessant gefunden. Das für andere schreiben, das ist so eine andere Welt. Weil du musst dir dann überlegen, ah gut, ich schreibe jetzt für den, also muss ich ihm seine Geschichten wissen. Also man muss mir schon Geschichten erzählen, dass ich überhaupt keinen Song schreibe. Mhm. Das habe ich sehr interessant gefunden. Aber könnte jetzt einfach irgendjemand zu dir kommen, Florian? Jemand Unbekanntes und sagt, ich finde deinen Musikstil, den finde ich grossartig, das gefällt mir, ich kann mich super identifizieren mit dem, ich möchte auch gerne einen Song haben. Ich will einen Song machen, ich habe nicht einmal den Anspruch, dass ich berühmt werde mit dem oder bekannt werde. Ich will für mich einen Song, aber ich finde, das würde gut passen. Dann kann ich zu dir kommen und dir meine Lebensgeschichte erzählen und du machst mir einen Song. Wahrscheinlich zu einem Preis, weiss auch nicht, oder verrechnest du mir Stunden, oder kann man sich das so vorstellen? Ist das möglich? Ja, das könnte ich mir vorstellen, das zu machen. Ich habe Zeit. Du weißt jetzt schon, dass du mir hier eine Tür aufmachst. Also mir würde das extrem... Ja, wie sagt man das, off the record müssen wir das besprechen. Also, das machen wir. Oder nicht on air. Ja, genau. Also wir sind jetzt on air. Aber wir machen das nachher hinter den Kulissen noch. Machen wir. Kommen wir noch auf dich zu. Florian, wenn man so ein bisschen dein Leben rekapitulieren, dann
habe ich das Gefühl, musikalisch, ich habe das vorhin schon ein bisschen angesprochen, hast du extrem viele Höhepunkte schon erlebt und wirst sicher noch ganz Haufen erleben. Hingegen, wenn man so ein bisschen auf deine Liebe schaut. Hey, ich bin ein Kochbuch. Also, ja. Ich habe es echt geschafft, ja. Mit einem Rezept von mir. Ja, aber es ist ja nicht Liebe. Nein, aber so zusammengefasst, Florian, kann man das ein bisschen sagen? Die Liebe, dort bist du nicht so glücklich gewesen, oder hast du nicht so eine glückliche Hand gehabt, sagen wir es mal so, wie in der Musik? Das tue ich mir überhaupt nicht. Das finde ich jetzt überhaupt nicht. Also weißt du, vielleicht muss ich es schnell so zeigen. Ich habe da drin schnell. Ich glaube, ich habe eher ein bisschen Pech gehabt mit den paar Journalisten, die mich so darstellen, wie sie mich sehen. Was überhaupt nicht so ist. Ja, ja. Also es wird viel verbreitet, was gar und nicht darum habe ich mir gesagt, dass ich auch noch im Grossen rede über mein Privatleben. Ja. Also, aber komm, ich lese dir schnell etwas. Und wenn es dir völlig auf den Keks geht, dann sagst du, wir schneiden oder weiss auch nicht. Ja? Im Mai 2011 wurde offiziell bekannt, dass er seit Februar 2011 mit der Sängerin Francine Jodi liiert ist. Die Beziehung dauerte Juni 2012. Im August 2012 bestätigt der Sänger in einer Beziehung mit der Schauspielerin Solveig Romero zu sein. Im Februar 2013 wurde seine Trennung von Solveig Romero. Also es geht so weiter, weißt du? Und am Schluss steht dann noch. Ich müsste am Schluss stehen, ist ein glücklicher Mann. Ja, ist das so? Ist das so im Moment? Also, bist du dort, wo du hin wolltest, sagst du, jetzt bin ich glücklich? Ich meine, weißt du, nein, ich habe ja. Ist ja egal, was du für Stationen hast. Ich meine, bei dir ist es einfach manchmal halt ein bisschen schwierig oder ein bisschen anders, denke ich, weil du bekannt bist, weil man dich kennt. Ich meine, wie viele Schweizer gibt es, also ich fände es interessanter, andere Personen mal zu analysieren, als meine Frauengeschichten. Mhm. Dann ist vielleicht dazu zu sagen, meine Musik ist nie schlechter geworden. Ich habe immer die gleiche Musik gemacht. Mhm. Ist sie besser geworden sogar durch die Erfahrungen? Weißt, ja, sicher Erfahrungen gemacht. Das sind auch Lebenserfahrungen, ja. Wenn du Beziehungen hast, die halt vielleicht scheitern oder nicht stimmen oder nicht weitergehen. Ich wäre sicher ein guter Therapeut. Ja. Also durch deine Beziehungen, meinst du? Ja, sicher viel gelernt in meinem Leben. Aha. Was war so die grösste Misserfolg in deinem Leben? Wirklich, jetzt nicht auf Beziehung bezogen, meine ich. Einfach sonst, wo du kannst sagen, das ist völlig in die Hose. Dann bin ich wirklich so an einem Scheidenweg gestanden und dachte, jetzt vielleicht gleich ein Lehrerseminar und einfach. Nein, ja, Musik ist für mich alles. Und ich hoffe, dass ich weiterhin Musik machen darf. Es ist ja so, dass so lange Karrieren sind wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Mhm. Und ich bin um jedes Jahr mehr dankbar. Mhm. Und ich könnte jetzt die Frage nicht beantworten. Es ist, wie es ist. Wir können es gar nicht ändern, nur wenn man irgendwo einen Fehler hat gemacht. Mhm. Das ist schon nicht. Ich kann nur aus dem lernen. Mhm. Was willst du denn unbedingt noch erreichen? Vielleicht können wir das noch beantworten, weiss es nicht. Gibt es noch etwas, was du sagst, das würde noch so in meine Karriere passen? Oder das ist noch vielleicht auch ein Wunsch, ein Traum, den ich noch habe, das würde ich gerne erreichen oder machen? Ich will nicht, dass das jetzt, wo ich sage, arrogant überkomme oder so. Mhm. Ja, als Bub habe ich mir immer geträumt, eine goldige Platte zu haben. Und dann habe ich mit 18 oder 19 habe ich die bekommen. Mhm. Dann habe ich die Platin-Platte noch bekommen. Aber ich wollte eigentlich nur die goldige Platte. Und das ist die einzige goldige Platte von, ich weiß nicht, wie viele ich habe. Es sind nicht 10. Und Platin habe ich auch ganz viel noch bekommen. Ja. Ich habe nur die daheim, bei mir daheim, die eine. Und alle anderen haben meinen Vater. Wieso das? Ich habe einfach Schwenken. Ja, aber weißt du, aber ich wollte eigentlich die wollen, und die habe ich. Und das hast du erreicht? Also heisst das im Klartext, du hast eigentlich dein Ziel erreicht? Um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich wäre einfach glücklich, wenn ich weiterhin live Musik machen darf. Mhm. Und wenn ich zwischendurch einen Single rausgeben kann, dann bin ich happy. Mhm. Also mehr habe ich hergelegt, geht echt gar nicht. Ja, ja. In diesem Land. Ja. Und wenn aber du hast nicht Ambitionen, du bist ja in Deutschland und Österreich hast ja auch mal getourt. Also, ja, das ist ja auch nicht. Ich habe es gesehen. Ja. Ich durfte eine Stadiontour machen mit Deep Purple. Ja. Ich habe es gesehen. Und mhm. Ich will es auch. Ich bin ein Mundartsänger. Mhm. Also, du würdest auch nie Englisch singen? Oder ich würde sicher
wenn es Gelegenheit gibt oder wenn es Sinn macht, würde ich es machen. Ja, ja, mit der Colleen Carter habe ich ja ein Duett gesungen. Was ich noch nie gedacht habe. Ich war mal Fan von ihr. Und dann darfst du mit so jemandem ein Lied singen. Ja. Krass. Ja. Und dann ist es mehr das. Ja. Ja. Aber nicht jetzt da irgendwie ein Weltstar werden. Mhm. Das weiß ich. Das geht nicht. Ich muss nicht mehr mit 45. Mhm. Aber ich schreibe gerne. Also ja. Wenn Anfragen kommen aus Deutschland dann, oder anderen Ländern, dann mache ich das gerne, wenn ich eine Idee habe. Wenn man so eine Idee hat. Ja. Wann bist du dabei bei Sing meinen Song? Weiß nicht, bin ich angefragt worden. Bist du noch nie angefragt worden? Aber würdest du es machen, wenn du angefragt wirst? Ja, sicher. Wenn es die Sendung bis dann noch. Also, wenn, ja. Ja, also hoffen wir es. Bis die Anfrage kommt, gibt es sie ja dann. Mhm. Eine Frage, die muss kommen, Florian. Jetzt eben, wir haben es ab und zu schon ein bisschen angesprochen, so die Corona-Zeit. Was machst du jetzt? Also, ich meine, du kannst nicht auf die Bühne. Was machst du jetzt den ganzen lieben Tag? Schreibst du Songs? Ja, ich habe recht viel gemacht jetzt. Ja. Also, ich will eine Woche Ferien machen. Mache es wieder nicht. Komme ein Interview geben. Nein. Das tut mir leid. Es geht auch wieder weiter. Also, November, Dezember habe ich in Deutschland eine Show, die ich mache. Ja. Man konzentriert sich halt einfach auf andere Sachen, wenn man nicht spielen kann. Mhm. Aber ich bin, glaube ein sehr fleissiger Typ. Ja, das glaube ich. Und aber ich muss etwas machen, mir wird es so schnell langweilig. Mhm. Fehlt der Bühne jetzt aber schon, nehme ich an, oder? Ja, es fehlt mir immer mehr, ja. Mhm. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es passiert, so schnell. Mhm. Hoffen wir, dass es gleich wieder weitergeht auf der Bühne. Also für mich so die Band. Ja. Das Spiel auch. Probiert ihr jetzt auch nicht wahnsinnig viel, wahrscheinlich. Für was? Für was, ja, genau. Ja. Hey. Florian, das Herz, das nehme ich immer mit, wenn wir irgendwo jemanden treffen. Und ich frage immer das Gleiche. Was würdest du in das Herz reinbrennen, das für immer und ewig so bleiben? Vielleicht sogar über deine Zeit raus. Was wäre dir wichtig? Typisch ich. Ich wünsche, dass es allen einfach gut geht. Das ist schön. Und dass es desinfiziert ist. Das machen wir dann auch noch. Und was ich auch immer frage am Schluss vor der Sendung ist, wer würdest du denn gerne in der Sendung einfach Mensch sehen? Wer würde dich interessieren? Oder jemand mit einem Schicksal, jemand mit einer Begabung, mit einem Erlebnis? Gibt es jemanden, wo du sagst, der oder die, das wäre mal spannend? Also jetzt im Lockdown der Henny von der Halunken und ich immer ein bisschen zusammen gearbeitet. Zuerst haben wir nur online und dann hat man sich dann nochmal getroffen und mir hat es auch Spass gemacht mit dem Liederschreiben. Und ich glaube, ich werde ihn und Anja, die Halunken, gerne sehen bei dir in der Sendung. Super, also das probieren wir zu erfüllen. Und mit unserem Song schauen wir noch. Was wir machen, dass wir ein super gutes Projekt finden mit einem Song. Und vielleicht können wir dem auch promoten zusammen, ich weiß es nicht. Oder sonst ich allein. Oder ich für mich ganz allein. Irgendwo bei mir daheim. Keine Ahnung. Das schauen wir noch an. Ja, genau. Auch wenn viel zu tun ist jetzt November, Dezember. Aber vielleicht. Ein Text hat die übrigens schon. Kann man so anfangen mit dem Text? Ja, ich müsste ihn mal sehen, ich müsste ihn mal lesen. Also, ich schicke ihn und dann schauen wir weiter. Aber dann ist es keine Herausforderung mehr für mich als Songwriter. Aber wir können so alles canceln und 2.0 an. Das ist sogar noch besser. Machen wir. Dann super. Dann muss ich deine Geschichte jetzt wissen. Genau, die erzähle ich dir dann. Und Ade. Jetzt machen wir. Ade, genau. Ade, das ist die CV der Sendung «Einfach Mensch» mit dem Florian Ast. Zeig weg, danke vielmals. Vielleicht sehen wir uns dann gleich wieder irgendwo mit einem neuen Song. Immer am 10. Abend auf Schweiz 5. Gute Woche und habt Sorge zueinander und bleibe gesund.